Gestern fand eine Talkrunde statt, die äußerst spannend und wichtig war, weil wir, glaube ich, beim Zentrum der Problematiken sind. Und zwar, das ist auch ein Lehrstück für die Partei Die Basis, die sich bisher nicht genügend mit der Problematik Schwarmdummheit oder Schwarmintelligenz auseinandergesetzt hat und die sich auch nicht mit dem Problem in unserem jetzigen Gesellschaftssystem und Wirtschaftssystem, dem bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus, sich nicht genügend damit auseinandersetzt, dass der versteckte Größenwahn oder der sich tarnende oder vor der Psyche sich versteckende Größenwahn das größte Problem ist und dadurch dann es zu einer Verherrlichung der Inkompetenz kommt und zu einer Vernachlässigung der Kompetenz. Ja? Und ich werde einiges vorlesen, auch aus der Talkrunde. Die Talkrunde gestern, die wird vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mal veröffentlicht. Aber ja. Aber heute dann die Nachlese. Und als allererstes, wie gesagt, immer erst einmal hier die Geschwindigkeit erhöhen an dem rundlichen Ding, zweifache Geschwindigkeit, weil ich auch sehr langsam sprechen möchte, damit ich auch wirklich, und wenn Sie das dann auf doppelte Geschwindigkeit beschleunigen, dann lässt sich das viel besser hören. Ja, also, die Basispartei unterscheidet sich ja, also wir haben ja versucht, die Basispartei zu beraten in zwei Talkshows, in drei Talkshows insgesamt, drei großen Talkshows. Und sehen aber, dass wir überall auf das gleiche Problem stoßen, auf das wir auch bei dem Gespräch mit der Esoterik-Szene immer wieder stoßen, nämlich, dass da eine Illusion da ist. Wir kleinen Leute, die wir keine Ausbildung haben, die wir nicht jahrzehntelang in Wissenschaft gearbeitet haben oder sich sozusagen jahrzehntelang durch alle Materialien des Erkenntnisgewinnes durchgearbeitet haben. Wir können das ganz alleine. Wir brauchen keine Kompetenz. Wir brauchen keine Kompetenten. Wir brauchen keine Experten. Wir selber sind die Experten und so weiter. Und das findet man noch übersteigerter bei der Esoterik. Und das ist genau das, wir finden es ja so schade, dass die Partei, die Basis aus unserer Sicht leider nicht die Voraussetzungen hat, um die 5% zu erreichen, weil sie eben auf Kompetenz und kompetente Experten verzichtet, weil sie auf die Schwarmintelligenz setzt und dabei nicht erkennt, dass es sich mehr um Schwarmdummheit als Schwarmintelligenz handelt. Wenn Sie mal überall googeln und alle Artikel mal lesen zum Thema Schwarmdummheit, dann wird Ihnen klar, wie gefährlich die Illusion von Schwarmintelligenz ist als eine der Säulen der Basis und welche Rolle dabei der versteckte Größenwahn auch spielen kann, der besonders in der Esoterik-Szene in der aus unserer Sicht ja gemeingefährlichen neuen Weltsekte der Esoterik, dass es da ganz klar um Größenillusionen geht und Größenwahn. Ja, ich zeige jetzt mal hier die Parteiseite. Moment, wo ist es? Ja, Partei des Gemeinwohls. Und es ist eben der Punkt zu berücksichtigen. Ich mache gerade mal kurz Pause, weil da irgendeine Post gekommen ist. Ja, also, es kann weitergehen. Die Kompetente, sehen Sie, da werden gleich als erstes externe Experten, kompetente Persönlichkeiten genannt, die diese Partei nutzen will und nutzen muss, weil sie sonst nicht glaubt, der Gesellschaft wirklich eine kompetente Partei liefern zu können, sozusagen. Und zum Beispiel haben wir der Dr. Baum von der Basis, einer der beiden Vorsitzenden der Basis,
hat sich ja mal öffentlich in einer Sendung zur sozialen Dreigliederung des Rudolf Steiner, also der Anthroposophie, bekannt. Und zum Beispiel, wir haben jetzt in einer Talkshow für die Partei die Kompetente dann auch einen solchen Experten von der sozialen Dreigliederung eingeladen, um da Pro und Contra zu diskutieren, ja, weil wir eben sagen, die Auseinandersetzung mit den Experten, allen besten Experten der Menschheit und der Erde, müssen wir führen, weil wir wollen doch das Beste für die Wählerinnen erzeugen. Darauf verzichtet aber leider die Partei die Basis, ja, weil sie bis jetzt weder den Christian Felber oder seine Vertreter von der GWÜ, Gemeinwohlökonomie, eingeladen haben in Talkrunden, uns nur bis jetzt nur zweimal eingeladen haben, aber auch nicht mit einer wirklich intensiven Diskussion, ja, dreimal, drei Talks waren es insgesamt, mit der dritte Talk war ja mit der Basis die Österreich, ja, und also die GWÜ nicht richtig als Experten genutzt hat und als kompetente Experten genutzt hat, die GWO nicht richtig nutzt als kompetente Experten, die GWL, die Gemeinwohllobby von Marianne Grindenstein, auch noch nicht nutzt, die sich bemühen, eine gemeinwohlorientierte, optimale Verfassung hinzukriegen. Und dann die Postwachstumsökonomie von Professor Nico Pech. Und es gibt natürlich auch noch viel mehr. Es gibt ja noch andere Ökonomie-Ideen, aber das waren jetzt mal die bekanntesten. Und dann Professor Richard Dawkins, also da gibt es auch in Deutschland bestimmt Naturwissenschaftler, die vielleicht ihn vertreten könnten in der deutschen Sprache. Oder dann der berühmteste Volkswirt, Professor Hans-Werner Sinn. Ja, ich erkenne da keine Einladungstendenz in Richtung solche wirklichen Experten und kompetente Personen. Und zum Beispiel der Wirtschaftsweise Professor Achim Truger vom Sachverständigenrat der Bundesregierung, den könnte man einladen für interessante kontroverse Diskussionen. Und hier die ganzen, ja, Matriarchatsforscher, Professor Franz de Waal, Dr. Abendroth und ja, alles. Aber die Basis quasi lebt in der Illusion, dass wenn ein paar Menschen also viele Menschen mit wenig Kompetenz sich in einem Schwarm zusammensetzen, dass daraus eine wundersame Schwarmintelligenz und eine überlegende Kompetenz herausresultieren würde. Und wenn man sich aber alles durchliest, was es zum Thema Schwarmdummheit gibt, dann ist eher zu befürchten, dass das in eine sich als schreckliche Schwarmdummheit in Wirklichkeit äußert und dass das dann mit Schwarmintelligenz gar nichts zu tun hat, weil eben sozusagen wirklich kompetente Experten durch nichts zu ersetzen sind. Ich glaube, der mit Lehrer Mafi war es, der hat ja auch eine Sendung gemacht. Wie würde der Schwarm mit Albert Einstein mit einem Einstein umgehen, der sich wirklich auskennt? Und dann hat er auch wohl irgendwie die Befürchtung geäußert, dass der Schwarm sozusagen diesen wirklichen Einstein völlig ignorieren würde, ja. Und ich lese jetzt mal vor, was in dem Talk gestern so als mein persönliche Nachlese dieses gestrigen spannenden Talks finde, wo es eben nicht nur darum ging, dass der Größenwahn und die Größenillusion und die Größenillusion einer Schwarmintelligenz oder die Größenillusionen oder Größenwahnformen der Esoteriker sozusagen, dass diese eben jede Veränderung des Staates verhindern und jede auch Kommune glücklicher Menschen verhindern, aus der vielleicht eine neue Welt entstehen könnte, weil attraktive Kommunen natürlich eine Abstimmung mit den Füßen zu einer neuen Gesellschaft hin bedeuten könnten. Aber im Kapitalismus ist eben sozusagen, wenn Menschen aufeinanderprallen, die sich alle ohne wirklich jemals Leistung gebracht zu haben, trotzdem für die Größten halten
und für die Schlauesten und die Intelligentesten oder die Schwarmintelligentesten halten und da aber nichts dahinter ist, sondern das einfach nur Illusionen sind, dann werden alle Dinge scheitern. Dann wird die Basispartei scheitern an ihrer Illusion großer Intelligenz, ohne dass Kompetenz und Experten überhaupt angehört werden. Und dann wird sozusagen jede Kommune und die gesamte Esoterik nie etwas Positives verändern, sondern einfach nur ein Geschäftsmodell sein, das eben Sektensuchende und Sektenfindende abkassiert finanziell und sich daran bereichert und so aber jede Veränderung der Gesellschaft zum Positiven hin verhindert. Ne? Ich lese einfach mal vor, was so meine persönliche Nachlese für den gestrigen Talk ist. Vielleicht können wir den ja mal später veröffentlichen zu einem späteren Zeitpunkt. Menschen finden immer nur das gut, was sie eigentlich selber so sehen. Viele mochten Adolf Hitler, den verrückten Adolf Hitler mit seiner gemeingefährlichen Ideologie und mochten das. War deswegen, weil viele Hitler mochten, Hitler der Höchste? War er erleuchtet? War er ein großer und war er ein großer Denker, nur weil viele irgendwie auch so wahnsinnig waren, so ähnlich wahnsinnig waren wie Hitler in Deutschland und deswegen auch gerne die Größten der Welt sein wollten und da dann irgendwelche krude Pseudobiologie dann allzu gerne glauben wollten und daraus gerechtfertigt die ganze Welt umbringen zu wollen, Juden umbringen zu wollen, die Intelligenz Deutschlands damit umbringen zu wollen und die halbe Welt umbringen zu versuchen und dann sozusagen Lebensraum für die überlegene deutsche Wahnrasse, sozusagen fantasierte Rasse zu erreichen, ja, ist die Tatsache, dass Menschen etwas gut finden, irgendein Qualitätsanzeichen? Nein, niemals. Genauso ist es auch null Qualitätsanzeichen, wenn jetzt 25.000 Mitglieder in die Basis sind. Das ist eher ein Warnzeichen, weil richtig gute Sachen vielleicht gar nicht so viel Fans finden, weil sozusagen, jetzt gucken wir uns das mal an. Es ist eben naturgesetzlich so. Hier schauen wir uns das mal an, naturgesetzlich. Müssen wir davon ausgehen, dass also solche dummen, strunzdummen Verrückten wie Hitler natürlich alle Strunzdummen, die so ähnlich strunzdumm und verrückt sind wie Hitler, auch begeistern? Weil man findet immer das gut, was man eigentlich selber so sieht. Und wenn man selbst eine völlig unrealistische Weltsicht hat, findet man auch die Wiederholung dieser Weltsicht durch einen Politiker wie Adolf Hitler unheimlich toll. Und das kann, wenn sagen wir mal so, das Intelligenzniveau von Hitler sozusagen sich in diesem Bereich befand, ja, der Wähler, also das ist jetzt nur die Gesamtheit aller Wähler, die gar nicht zur Wahl gehen, die spielten ja keine Rolle bei Hitler, ja. Sondern wenn das jetzt also zum Beispiel der dümmere Teil der Wählerschaft in Deutschland war, dann konnte er da sicherlich irgendwie, ich glaube, er hat ungefähr 30% der Wählerstimmen bekommen, irgendwie Hitler, und ich glaube, mehr hat er nie bekommen, ich weiß es gar nicht so genau. Aber auch wenn er 51% der Wählerstimmen mal irgendwann bekommen hätte, dann ist das eben, dass er eben den dümmeren Teil der Wähler begeistern konnte durch seine dümmliche pseudobiologische Wahnideologie sozusagen. Ja, und das war möglich. Ja, nur bedeutet das jetzt Qualität? Bedeutet das, dass jetzt Hitler der Klügste sei, nur weil er viele Leute hat, die gerne mit ihm geredet haben und das alles toll fanden, was er sagte? Ist nicht gerade der Unterschied, dass ein kluger Mensch mit seiner Klugheit
all diese hier total abschreckt, weil die ja da dort ihre eigene dümmliche Weltsicht nicht bestätigt sehen können, weil der Kluge quasi immer eine Provokation, ein Widersprechen darstellt zu diesen, der Dummheit dieser primitiven Masse sozusagen darstellt, ja? Und ist es nicht quasi so, dass man weder aus der Tatsache, dass einem wenig Menschen zujubeln, ableiten kann, dass man der Höchste sei, noch aus der Tatsache, denn es könnte ja sein, dass hier die Allerdümmsten, denen jubeln ja auch nur wenige zu, weil es einfach nur wenige Allerdümmste gibt und damit wenige Gleichgesinnte gibt. Und deswegen ist die Tatsache, dass wenige einem zujubeln oder fast niemand einem zujubelt, ist genauso wenig ein Hinweis, dass man der Höchste ist, wie die Tatsache, dass einem ganze Massen zujubeln und mit einem gut zurechtkommen und sozusagen Leute verprellen, sozusagen geschieht automatisch, wenn Klügere auf Dümmere treffen, dann werden immer die Dümmeren verprellt, automatisch und umgedreht auch wahrscheinlich die Klügeren, so wie Montag geschehen in der Talkrunde, die Klügeren dann auch irgendwann abhauen, weil sie die Dummheit dieser hier nicht ertragen können auf Dauer, weil sie dann auch sehen, dass da keine Perspektive möglich ist, da keine Entwicklungsmöglichkeit entsteht, weil man sich natürlich eigentlich diese Leute hier, die Hochintelligenten, können sich ja eigentlich gar nicht verständigen mit dieser strunzdummen Masse sozusagen, auch besonders der esoterischen Sektenmasse sozusagen, die ich wirklich als strunzdumm bezeichnen würde, ja. Und ja, und da ist der Punkt, dass der eine Gesprächspartner jetzt quasi von mir verlangt hat, ich solle doch so nett und freundlich mit den Leuten reden, dass sie sich von mir nicht abgestoßen fühlen. Das bedeutet aber, dass ich eigentlich dann sozusagen meine Wahrheiten verschweigen muss. Weil jede meiner Wahrheiten ist ja eine Provokation für die dumme, zum Beispiel esoterische, strunzdumme Masse. Und dann muss ich mich, also eigentlich muss ich dann ein Stück weit die Wahrheit und die Konfrontation und das Selbstbewusstsein verleugnen. Und dann kann ich mit denen gut zurechtkommen. Aber dann kann es auch keine Veränderung geben, denn dann läuft der Kapitalismus weiter, weil die strunzdumme Masse gar nicht in der Lage ist, diesen Kapitalismus zu überwinden. Und dann bringt es nichts. Ist es da nicht viel sinnvoller, auf die volle Konfrontation zu gehen, damit sich die Spreu vom Weizen trennt und eben sich vielleicht doch der eine an oder andere hier plötzlich entpuppt, als dass er doch mitgehen kann mit den guten Überlegungen zur Beendigung des bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus, unter dem ja die ganze Welt stöhnt und ächzt, ja. Und das ist der Punkt. Und dazu muss ich jetzt natürlich eingehen auf den Punkt, bitte schneller drehen, zweifache Geschwindigkeit. Muss ich eingehen auf den Punkt, was unterscheidet denn den Größenwahn und zum Beispiel die Schwarmintelligenzillusion bei faktischer Schwarmdummheit? Was unterscheidet die Größenillusion bzw. den Größenwahn von dem Selbstbewusstsein der Kompetenten? Der Unterschied ist die, dass zu den klügsten und gebildetsten gehören nicht automatisch die intelligentesten, sondern immer nur, wenn die größte Intelligenz als Gehirnvoraussetzung zusammenkommt mit dem höchsten Arbeitseinsatz. Das heißt, Sie erkennen schon, dass jemand größenwahnsinnig ist und Größenillusionen hat, wenn Sie ihn mal fragen: Gehörten Sie im Abitur zu den allerbesten Denkern Ihrer Schule?
Ist das bewiesen? Ist das nachgewiesen? Oder ist das nur eine Illusion von Ihnen? Gehörten Sie an der Universität zu den Leuten mit den allerbesten Noten überhaupt? Haben Professoren über Sie geschrieben, dass Sie ein Ausnahmetalent sind und da seien? Und haben Sie Professoren, Top-Professoren bestimmter Fächer, Sie als besonders kompetent empfunden und so weiter? Und haben Sie jeden Tag, was weiß ich, 7 Tage die Woche, 8 Stunden am Tag härtest gearbeitet und sich Wissen angeeignet von und alles versucht zur Kenntnis zu nehmen, was die Denker der Welt jemals gedacht haben und herausgefunden haben und so weiter? Haben Sie daran hart und kontinuierlich gearbeitet? Und dann kommt jemand und da ist vielleicht ein Esoteriker oder ein Mitglied der Partei, der Schwarmintelligenz der Partei Die Basis. Vielleicht gelingt ihm eine gewisse Selbstehrlichkeit und er sagt, na ja, ich habe 5 Bücher gelesen und so weiter und jetzt weiß ich halt mehr als alle anderen Menschen auf der Welt. Ich brauche da kein jahrzehntelanges, 8-stündiges, 7 Tage die Woche Auseinandersetzung mit Wissenschaft. Ich habe diese 5 Bücher gelesen und ich bin ja so ein Naturgenie, dass ich sozusagen ohne riesigen Arbeitseinsatz einfach jetzt besser bin und alle anderen übersprungen habe und jetzt einfach mehr weiß. Und ja, und deswegen gebe ich auch gar nicht viel auf die Wissenschaft, weil das ist mir auch viel zu anstrengend. Ich habe dann 5 Bücher gelesen aus der Esoterik und jetzt weiß ich viel mehr als jeder Wissenschaftler auf der Welt. Ich bin jetzt der Größte. Und da erkennen Sie, dass es sich um Größenwahnsinn handelt, weil höchste Intelligenz und höchster Zeit- und Arbeitseinsatz zusammen sind die Voraussetzung für höchste Kompetenz. Das heißt also, wenn wir uns nochmal anschauen, hier, Christian Felber hat viel gearbeitet im Leben, hat viel Arbeitseinsatz geliefert. Unsere Professoren sind im Durchschnitt jetzt seit 53 Jahren mit dem Thema einer besseren Welt gedanklich mehr oder weniger intensiv in ihrer Wissenschaftskarriere beschäftigt. Unsere älteste Dame, Professorin, ist also wahrscheinlich schon 65 Jahre in der Wissenschaft tätig und so weiter. Und da ist richtige professionelle Arbeit geleistet worden. Da ist nicht Größenwahn, sondern da ist Selbstbewusstsein. Man kann was, weil man hart gearbeitet hat und wahrscheinlich auch noch eine gute genetische Intelligenz mitgebracht hat als Voraussetzungen. Und bei den Mitgliedern der Basis ist die große Gefahr, dass da eben auch viele Esoteriker drin sind, die eben in dem Größenwahn leben. Ich habe 5 esoterische Bücher gelesen und jetzt bin ich kompetenter als alle, die jahrzehntelang an dem Thema Erkenntnis gewinnen und Weltverständnis und so weiter gearbeitet haben, mehr oder weniger stringent und so weiter. Und dann zum Beispiel Professor Richard Dawkins hat unzähligste Weltbestseller geschrieben, ja, und hat intensiv gearbeitet. Und ja, aber die brauchen wir alle nicht zu hören. Alle diese hart arbeitenden, kompetenten Experten brauchen wir nicht zu hören, denn unsere Mitglieder haben 5 Esoterikbücher gelesen, unsere Parteimitglieder, und deswegen ist der Schwarm intelligenter als all diese kompetenten Leute. Die brauchen wir alle nicht, weil der Schwarm hat seine eigene Intelligenz und die ist überlegen allem anderen. Jetzt würden dann eben viele Wissenschaftler sagen, naja gut, das ist dann das Ergebnis des Ganzen, ist dann die Schwarmdummheit und eben die Vorstellung von der überlegenen Schwarmintelligenz ist dann eben ein Stück Größenwahn, dem einfach die Realität nicht gegenübersteht, ja? Also ich würde mich nie als klugen Menschen bezeichnen, wenn ich auch meine Lehre im Abiturbereich und so weiter, wenn ich nicht zu der damaligen Zeit herausragend gutes Abitur
gemacht hätte und eine mit 1,1 auch nicht herausragend gute Durchschnittsnote an der Universität gehabt hätte. Und wenn nicht 30, 40 Professoren über mich geschrieben hätten, so mehr oder weniger Weltspitze und so weiter, ja, dann würde ich da nicht so auf die Idee kommen, dass ich wirklich zu den Weltbesten gehöre und zu Recht im Weltrat bin und so weiter. Aber das ist eben das, der Unterschied ist bei den Größenwahnsinnigen, dass die dieses Selbstbewusstsein haben, ohne jemals hart an den Dingen gearbeitet zu haben. Und das ist das Erkennungsmerkmal, wo sie den Größenwahnsinn, die Größenillusionen unterscheiden können von dem gesunden Selbstbewusstsein, dass man sich einschätzt und weiß, zum Beispiel war gerade eine Talkshow mit Dr. Lanka, der ja so als der Viruskritiker der Nation bekannt geworden ist, der aber auch offensichtlich auch eine Annäherung zur Esoterik-Sekte haben dürfte. Und Professor Kulchera, der sicherlich ein hart arbeitender Biologe ist und ganz viel Sachliches und Vernünftiges sagt, manches sicherlich auch ein bisschen unvernünftig ist, ja, aber doch, wo man in keinster Weise abstreiten kann, dass er sein Selbstbewusstsein auch daher resultiert, dass er eben hart gearbeitet hat, viel gearbeitet hat, wirklich in sich in vieles reingearbeitet hat und auch deswegen keine durch und durch weltfremden Ansichten äußert, sondern nur vielleicht in einigen wenigen Teilbereichen, für die er ja auch öfters kritisiert wird. Also das ist jemand, der ein echter Experte ist, Professor Kutschera. Aber Dr. Lanka, das vermutet an, ich habe diese Talkshow bei Kaiser TV gesehen, allerdings nur in Ausschnitten, weil das teilweise auch unerträglich war, weil Dr. Lanka, weil ich da auch wieder nicht sehe, diesen intensiven Arbeitseinsatz, sondern nur die Illusion, es besser zu wissen als alle anderen, ja, was ja auch Professor Kutschera so ein bisschen angesprochen hat. Und das ist diese Größenillusion und der Größenwahn. Also ich würde sagen, Dr. Lanka gehört für mich eher in die Nähe eines größenwahnsinnigen Esoterikers und Professor Kutschera eher in die Nähe eines wirklich hart arbeitenden Erkenntnisarbeiters, der wirklich ein bisschen was drauf hat, einzelne Irrtümer nicht ausgeschlossen. Es gibt sehr viele Professoren, die sehr hart gearbeitet haben und trotzdem noch den einen oder anderen Irrtum mit sich rumschleppen und so weiter. Und deswegen ist das Entscheidende, dass Professor Kutschera durchaus ja auch in der Lage war, sich hinterfragen zu lassen und sich kritisieren zu lassen in dieser Talkrunde bei Kaiser TV. Genauso wie wir uns auch ja immer hinterfragen lassen und gerne hören, ja, nein, ihr seid nicht die Größten, weil wir sind die Größten und so weiter, weil wir haben härter gearbeitet als ihr und wir können, wir haben die und die Erkenntnis gewonnen aus dieser harten Arbeit und kennen uns besser aus und so weiter. Und da diskutieren wir gerne und deswegen haben wir natürlich jetzt auch für die Partei sozusagen den Vertreter der sozialen Dreigliederung eingeladen, um eben argumentativ uns auszutauschen, damit, ob uns die soziale Dreigliederung in irgendeiner Weise vielleicht doch die ja von dem Vorsitzenden Dr. Andreas Baum von die Basis ja so befürwortet wird und so geliebt wird offensichtlich, wie er so zumindest sich in der Öffentlichkeit in Talkshows geäußert hat. Aber in einer, wo ich auch teilgenommen habe und mich auch zu Wort gemeldet habe, wobei ich nicht weiß, ob meine Wortmeldung rausgeschnitten wurde oder nicht, ne? Und das heißt, das unterscheidet die wirklich kompetenten Leute, dass sie sich auch solchen sachlichen Diskussionen stellen. Und ich meine, auch Frau Grimmenstein von der Gemeinwohllobby hat immerhin einiges gearbeitet und ist deswegen sicherlich auch ein ernstzunehmender, kompetenter Experte, mit dem man gerne mal reden kann. Das haben wir auch getan in einer Talkshow. Professor Nico Pech hat sicherlich auch einiges Fleißige gearbeitet und mit dem sollte man auch sprechen. Aber bei der Basis finde ich keine Talkshow,
wo mit Christian Felber oder mit der Gemeinwohlökonomie gesprochen wird, nur diese drei Talkshows, wo mit uns, der GWO, gesprochen wurde, oder vielleicht auch vier, weil wenn Corona-Ausschuss, das, wenn man das mal als viertes Gespräch mit Parteimitgliedern der Basis sieht, dann war das vielleicht das vierte Gespräch. Ich weiß, in Kai Stuth ist ja nicht, glaube ich, nicht Mitglied der Partei, die Basis und so weiter. Also ich würde sagen, dann so, sagen wir mal, vier Gespräche mit der GWO, gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung, der Next Scientists for Future, aber mehr nicht, und das ist zu wenig, ja. Und die anderen hier, mit eine Talkshow mit Marianne Grimmenstein, habe ich bei der Basis noch nicht gesehen. Vielleicht habe ich es übersehen, dann bitte klären Sie mich auf. Kurzer Anruf genügt oder kurze Mail an uns, an Next Scientists for Future, ja. Und die Postwachstumsökonomie, da habe ich noch nichts gehört bei die Basis. Professor Richard Dawkins habe ich noch nichts gehört bei die Basis. Professor Hans-Werner Sinn habe ich noch nie keine Talkshow gehört. Die Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, Professor Truger, habe ich noch nichts gehört. Die Matriarchatsforscher, Dr. Abendroth, Göttner Abendroth, nix. Da war übrigens eine Dame von Wir 2020, glaube ich, dabei bei dieser Talkshow. Oder zwei oder drei. Und von der Basis, glaube ich, auch eine. Aber das war ja keine offizielle die Basisveranstaltung, ja, sondern das war ja letztendlich von uns initiiert. Professor Franz de Waal, Otmar Latow, Christian Zimmermann, Gesundheitsreformer und so weiter. Nein, dieses sozusagen eigentlich alle Arten von Experten ignorieren und dann immer mal wieder so ein paar soziale Dreigliederungs, esoterische Experten einzuladen und damit zu meinen, das wäre genug und der Rest macht schon die Schwarmintelligenz. Das ist der Grund, warum ich fürchte, dass die Partei, die Basis, niemals Erfolg haben kann, weil man so, wenn man sich so dem Wähler ja letztendlich präsentiert, der Wähler nicht erkennen kann, dass hier wirklich die weltbesten Experten im Gegensatz zu den bisherigen Parteien wirklich die weltbesten Experten immer wieder gehört werden und immer wieder versucht wird, maximale Kompetenz reinzubringen, sondern man eben mit dieser Größenillusion, dass es sich nicht um Schwarmdummheit handeln würde in der Partei, sondern um Schwarmintelligenz, immer wieder quasi nur sich in einer Größenillusion befindet, aber nicht in einem gesunden Selbstbewusstsein, das auf härtester Arbeit und Nutzung hart arbeitender externer Experten, die über echte Kompetenz verfügen. Ja, und deswegen empfehlen wir ja die Doppelmitgliedschaft in die Basis und die Kompetente, damit vielleicht dann irgendwann natürlich wenigstens die kompetentesten unter den jetzigen, die Basismitgliedern, dann ihre Arbeit fortsetzen können in der Partei, die Kompetente, Partei des Gemeinwohls, und dort dann vielleicht auch offen sind dafür, wirklich alle Argumente im Sinne einer freien Argumentekultur mit den kompetentesten Experten der Welt auszutauschen und nicht davon auszugehen, dass ein paar Leute, die fünf Bücher gelesen haben, jetzt dann in dem Schwarm eine derartige Schwarmintelligenz bewirken könnten, dass sie die Arbeit von 50, 53 Jahren, von 60 Jahren anderer, die ihr ganzes Leben sich damit beschäftigen, mit dem Thema der Wahrheitssuche einfach so zu übergehen. Ich habe fünf Esoterikbücher gelesen und bin jetzt schlauer, oder fünf Rudolf Steiner Bücher gelesen und bin jetzt schlauer als all diese dummen Wissenschaftler, die jahrzehntelang ihre Zeit vergeudet haben und das Falsche gelernt haben, weil sie nicht die Bücher des erleuchteten Rudolf Steiner gelesen haben. Und solche, ja, das würde ich als Größenwahnsinn und Größenillusionen bezeichnen. Und gesundes Selbstbewusstsein ist immer erstmal der Hinweis darauf, habe ich hart gearbeitet, konnten auch andere erkennen, dass ich eine besondere Leistungsfähigkeit entwickelt habe, und resultiert also mein Selbstbewusstsein daraus aus wirklich realen Fakten. Oder bewegt sich alles in der Illusion? War ich in der Schule vielleicht? Gehörte ich in der Schule
zu den dümmsten überhaupt, immer, ich gehörte ich an der Universität zu den allerdümmsten mit immer den schlechtesten Noten und fantasiere mir jetzt, indem ich 5 Esoterikbücher lese, mach dann endlich Karriere, indem ich endlich zu den Klügsten gehöre, wenigstens in der Größenillusion und im Größenwahn. Und dann krachen natürlich lauter Menschen, die sich im Größenwahn befinden, so aufeinander, dass es jede Kommune und jede Partei und alles andere immer wieder zersprengt und auch zerstört. Ich höre immer wieder, dass es in der Partei, die Basis, unzählige Querelen wird. Denn wenn lauter Größenwahnsinnige aufeinander krachen, dann hat ja keiner von denen wirkliche Kompetenz, sondern das ist ja nur eingebildete Kompetenz, ja, und die krachen dann aufeinander und die kommen nie auf einen grünen Zweig, weil die gar nicht sauber wissenschaftlich und logisch denken können und dann wird das nie was, ja, und daher daraus resultieren vermutlich dann auch die Querelen dann auch hier wahrscheinlich im Stadtverband Köln, von denen ich jeden dritten Tag höre, dass es da ganz viele Spannungen und Querelen gäbe. Ja, eben. Und dann wird die Basis auch an dem Thema des Größenwahnsinns scheitern, der schon mit dem Wort Schwarmintelligenz zum Ausdruck gebracht wurde, bei Ignorierung der Erkenntnisse über die Schwarmdummheit. Ne? Und jetzt lese ich mal weiter hier vor. Ja? Also erstens mal so die Aufforderung gestern in der Talkrunde, dass ich also sozusagen ja die anderen Leute nicht so verschrecken und versprellen soll. Das bedeutet, dass ich also Wahrheiten, an denen ich hart gearbeitet habe, verschweigen soll, damit mich die Strunzdummen tolerieren können und gerne den Kontakt mit mir haben, weil ich ja eben nicht sage, was ich wirklich denke. Dazu lese ich mal vor, was ich geschrieben habe hier über einen alten Bekannten von mir, der mein Schüler war in der Wissenschaft, ja, ein kluger Kopf, ja. Und dieser Schüler von mir, über den habe ich hier geschrieben, als meine Talk-Nachlese, dieser Schüler von mir, der hat mir mal so ungefähr so gesagt, ich weiß, dass meine Freundin, die vielleicht von ihrer Intelligenz sehr intelligent ist, aber von ihrem Arbeitseinsatz vielleicht nur dieses Bildungsniveau hat oder nur in diesem Bildungsniveau hat, ja, weil viele Frauen nicht so hart an beruflichen Karrieren im Durchschnitt arbeiten, wie das Männer tun das meistens doch etwas intensiver immer noch, ja, auch wenn viele Frauen mittlerweile auch sehr hart arbeiten an der Wissenschaft. Aber nehmen wir mal an, diese Freundin ist wunderhübsch und sexy und so weiter und alles. Aber sie hat vom Bildungsniveau bewegt sie sich vielleicht in diesem Bereich irgendwo. Mein Schüler gehört sicherlich zu den brillantesten Köpfen der Welt, und so weiter, hat auch einen ganz hochrangigen Job bei einem ganz berühmten Weltkonzern oder Großkonzern, ja. Und ist als Diplom-Mathematiker sicherlich einer der sehr klugen Denker, ne, in der Welt. Und er hat mir quasi dann gesagt, ja, ich weiß, dass meine Freundin nicht bei mir bleibt, wenn ich Wahrheiten ausspreche, die ich zum Beispiel jetzt von Dylan gelernt habe oder so, ja, weil sie es nicht schaffen wird, sich gegen die Unwahrheiten der Herde zu stellen, ja, und sie kann nur quasi leben, indem sie die kapitalistischen Einschränkungen unserer Lebensqualität gehorsam befolgt und mehr ist ihr nicht möglich, weil die Menschen eben auch genetisch ein Stück weit eben Herdentiere sind und Mitläufer sind, weil wir aus einer entsprechenden Evolution stammen, in der sich also eine Vertrauensseligkeit und eine Nachfolgetendenz gegenüber der Herde und den Leitern und so weiter herausgebildet hat, den Häuptlingen oder den besten Schenkern in der Kommune und so weiter, den natürlichen Autoritäten, dass da eine Mitläufertendenz ist, ja, und ja, und dadurch hat er sich entschieden, seine Wahrheiten zu verschweigen, damit diese Liebesbeziehung weiterhin harmonisch laufen kann. Und da habe ich vollstes Verständnis dazu. Nur kann daraus natürlich nie ein Wandel der Gesellschaft erwachsen, ja, weil dadurch, dass er seine Wahrheiten verschweigt, die er gelernt hat,
entsteht da eine ganz normale kapitalistische Zweierbeziehung, eine monogame Zweierbeziehung, und die ist einigermaßen befriedigend und natürlich niemals vollständig befriedigend, weil das im Kapitalismus eben nicht erlaubt ist. Aber es ist besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und da kann ich nur sagen, er hat sich da rational entschieden und hat sicherlich recht, dass er das so gemacht hat. Aber er hat auch eben nicht den Anspruch, unbedingt um jeden Preis zu versuchen, eine bessere Gesellschaft aufzubauen und die Missstände dieser Welt zu beenden, es sei es in Kommunen Form oder in politischer Form, also im Sinne der doppelten Doppelschienigkeit durch mitreisende und begeisternde Kommunen, wo eine Abstimmung mit den Füßen stattfindet, oder eben durch eine politische Partei, wo dann eben ein Wandel des Staates stattfindet und dann später der Welt und so weiter. Ja? Also immerhin bleibt so die Freundin da und er hat immerhin den Spatz in der Hand, der besser ist als die Taube auf dem Dach. Und vielleicht ist das sogar in der Summe richtig, weil vielleicht der Kapitalismus einfach stärker ist als Wahrheiten. Ja, der Kapitalismus mit seiner systematischen Produktion der vorteilbringenden Irrtümer der jeweils einzelnen Sparten, ja, dass der also insgesamt vielleicht stärker ist als Wahrheiten, und dass Wahrheiten gegen eine solche ständige aus Milliarden Geldern gespeiste Propaganda und der Massenverbreitung von vorteilbringenden Irrtümern der einzelnen Sparten im Kapitalismus ist vielleicht Wahrheit chancenlos. Ja? Also dem Wahnsinn der Normalität nicht zu widersprechen, bringt keine Chance auf Wandel, bringt aber vielleicht persönlich ein sich anpassen an den Kapitalismus und noch das Beste aus dem Übel machen, sozusagen, für das eigene Leben. Aber meine Aufgabe sehe ich da drin, ich opfere den Spatz in der Hand für die Taube auf dem Dach und sage, ich muss dem Wahnsinn der Normalität widersprechen, weil sonst gar keine Chance auf Wandel bestehen kann, ja? Ich hoffe, jetzt ist dieser Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Größenillusion deutlich geworden. Ja, Selbstbewusstsein, das ist das, was resultiert aus der Rückmeldung vieler anderer über die besondere und herausragende Kompetenz der eigenen Person. Ja. Und Größenwahn und Größenillusion sind das, was ich eben angedeutet habe. Och, der Schwarm ist an sich super intelligent, weil Schwarmintelligenz ist einfach, ist Schwarmdummheit gibt's nicht, aber und ein Schwarm ist immer super intelligent und dann braucht man keine kompetenten Experten und deren jahrzehntelange Arbeitsintensität, die braucht man nicht zu nutzen, weil der Schwarm ist allem überlegen. Und das erinnert mich sehr stark an das, ja, also wenn ich 5 Esoterikbücher gelesen habe, dann habe ich auch eine Intelligenz erreicht und eine Kompetenz erreicht, die allem anderen in der Welt überlegen ist. All die anderen waren blöd, weil sie das Falsche gelesen haben, sozusagen, all diese Professoren und so weiter. Und das sind Größenwahnvorstellungen, das sind Größenillusionen. Und ich hoffe, dass Sie jetzt, dass die in der Partei vielleicht einige das erkennen, dass es eigentlich in der Basis gerade dieser Kampf tobt zwischen den Größenwahnsinnigen und den wirklich Kompetenten. Und dass die natürlich total aneinander geraten und sich natürlich verstehen können. Aber es gibt ja zum Glück dann die Doppelmitgliedschaftsmöglichkeit kostenlos in die kompetente Partei des Gemeinwohls, wo dann auch wirklich Raum für die kompetenten Menschen auch ist und für die, die auch erkennen, dass vielleicht die Schwarmintelligenz wegen Schwarmdummheit einfach nicht ausreichend kann, ja, weil nicht genügend kompetente Personen dabei sind. Also zum Beispiel Professor Bhakti, Dr. Wodak und so weiter und Dr. Füllmich, das sind alles kompetente Leute in ihren speziellen schmalspurigen Fachbereichen. Aber keiner von denen ist auch im Mindesten jemals 50 Jahre beschäftigt gewesen mit der Frage, wie regiert man ein Land besser, damit solche Missstände und Gesundheitsskandale wie der aktuelle gar nicht vorkommen können, nicht mehr vorkommen können.
Wie kann ich also die Ursachen, die Systemursachen, Fehlanreize im System beenden? So hieß ja die Talkrunde beim Corona-Ausschuss, die Sendung 12, der Termin 12, Fehlanreize im System. Ich betrete ja da ab circa 1:47 auf. Und keiner von den Professoren von die Basis hat auch nur die geringsten Kompetenzen in der Reformierung eines Staates. Ja? Bei uns ist eine ehemalige Bundesministerin dabei und so weiter. Da gibt es also reale, bewiesene Realkompetenzen auch. Ne? Und das ist halt der Unterschied. Also das eine sind Kompetenzillusionen, Größenillusionen, Schwarmintelligenzillusionen bei faktischer Schwarmdummheit. Und das, dieser Kampf dürfte jetzt in der Basis toben. Ja? Ich bin ja kein Insider, ich kann das nur vermuten aus dem, was ich immer höre von Insidern der Basis, dass es da unendliche Querelen gäbe und so weiter. Ja, und deswegen lese ich mal weiter vor, so meine Nachlese jetzt zur gestrigen Talkrunde, die übrigens fast 3 Stunden gedauert hat. Was soll es bitte schön bringen, will ich allen Esoterikern zurufen, andere zu erreichen, bei denen nicht anzuecken, ohne ihren versteckten Größenwahnsinn zu thematisieren. Wenn Esoteriker sagen, jeder hat seine Wahrheit, dann ist das nämlich in Wirklichkeit ein versteckter Größenwahn. Ja? Denn wenn man erklärt, dass jeder, der 5 Esoterikbücher gelesen hat, dann seine Wahrheit hat und damit zu den Größten gehört, und dass es sich da um Wahrheit handelt und nicht nur einfach eine Anhäufung von völlig verrückten Irrtümern, dann ist das versteckter Größenwahn, weil dann ja quasi durch die Esoterik jeder Esoteriker die Erlaubnis kriegt, nach 5 Büchern sich hier selbst zu verorten, ohne auch nur die geringste Arbeitsleistung erbringen zu müssen. Ja? Da liest man in der Freizeit so ein paar leicht lesbare pseudowissenschaftlich angehauchte Büchlein, esoterische Spinnerbüchlein, und dann ist man schon, gehört man zu den Klügsten der Welt, weil man ja dann in einer Wahrheit ist, weil ja jeder seine Wahrheit haben kann. So bietet also quasi die Esoterik im Prinzip Abermillionen Menschen auf der Welt die Illusion, quasi als strunzdumme Menschen einfach mal so eben in die Größenillusion zu kommen und sich zu fantasieren als die Weltspitze der Erkenntnis. Und das ist ein tolles Geschäftsmodell. Nur wehe, wenn diese Größenwahnsinnigen alle mal in einer Kommune oder in einer Partei aufeinandertreffen, dann kracht es natürlich fürchterlich, weil natürlich jeder dieser Größenwahnsinnigen am Ende letztendlich nur seine Wahrheit akzeptiert. Und die Wahrheit, also die illusionäre Wahrheit der anderen, irgendwann ihn stört und er sie dann quasi versucht rauszutreiben und wegzutreiben, weil am Ende er seine eigene Wahrheit dann doch für Wahrheit wahrer hält als die andere Wahrheit des anderen, die er dann irgendwie doch nicht ertragen kann, ne? Und das passiert dann eben, ja. Also aus welchen, deswegen meine Frage an all diese Esoteriker und Mitglieder in die Basis, wobei ich, wie gesagt, herzlich die Kompetenten unter den Mitgliedern der Basis herzlich einlade zur Doppelmitgliedschaft in die Kompetente. Ich hoffe immer noch, dass der Professor für Physik, mit dem ich gestern wieder gesprochen habe, wirklich Bundesvorsitzender dieser Partei werden möge. Es wäre natürlich toll, wenn so ein kluger Kopf dann auch gleich die Kompetenz repräsentieren würde. Und dann aber so meine Frage an all die Esoteriker in der Basis und all die Hokuspokusgläubigen in der Basis und so weiter. Aus welchen hunderttausenden Arbeitsstunden denkt ihr heraus, ihr könntet irgendetwas beurteilen, beobachten oder wahrnehmen, statt falsch nehmen?
Ja, wenn ein Mensch ein falsches Weltbild hat, dann ist alles, was er wahrnimmt, ist verzerrt durch dieses falsche Weltbild und eigentlich kann er nicht wahrnehmen, sondern nur falsch nehmen. Aber trotzdem maßen sich dann ungebildete Esoteriker an, dass sie wahrnehmen könnten. In Wirklichkeit können sie aber nur falsch nehmen, weil niemand kann wahrnehmen, unabhängig von dem Hintergrund seines Weltbildes. Ja? Und natürlich höre ich mir trotzdem dann solche Falschnehmungen an, um zu gucken, ob nicht doch irgendwo etwas daran ist. Und prüfe das sorgfältig, ja. Aber, wie gesagt, es überzeugt mich dann nicht, weil ich dann nur erkenne, dass diese Person keine Selbstreflexion hat, nämlich dass sie, wenn sie nämlich erkennen könnte, dass es ja sein kann, dass sie ein nicht hochqualifiziertes, unrealistisches Weltbild hat und deswegen auch nur zur Falschnehmung fähig ist und nicht zur Wahrnehmung, ja. Trotz Mangel an konkreten, überzeugenden, beweiskräftigen Argumenten beharren solche Menschen darauf, dass die eigene Weltsicht mit den eigenen Falschnehmungen realistisch sei. Und das verhindert jeden Kommunen- und Parteierfolg, ja? Weil das bedeutet immer, dass die Person quasi, dass der Größenwahnsinn versteckt ist, so nach dem Motto, nee, ich behaupte gar nicht, dass ich eine überlegene Weltsicht hätte, aber meine Wahrnehmung, den kann man doch trauen. Die Person ist aber nicht in der Lage einzusehen, dass eine mangelhafte Weltsicht keine Wahrnehmungen ermöglicht, sondern Falschnehmungen ermöglicht nur. Und dass deswegen ihre Falschnehmungen auch wertlos sind. Und sie versucht quasi die Größenillusion aufrechtzuerhalten, indem sie trennt und sagt, naja gut, bei der Weltsicht habe ich vielleicht nicht so viel gearbeitet wie andere. Da behaupte ich jetzt nicht, dass ich da Weltspitze bin. Aber meine Wahrnehmungen sind doch Wahrnehmungen. Anstatt zu erkennen, nein, zu Wahrnehmung bin ich gar nicht fähig, weil mein Weltbild ja gar nicht intensiv genug ausgearbeitet ist. Ich bin vielleicht nur zu Falschnehmungen in der Lage. Ja? Ja, nochmal. Der verrückte Adolf Hitler und gemeingefährliche Esoteriker Adolf Hitler war beliebt bei Millionen dem strunzdummen Teil der deutschen Bevölkerung. Ja? Bei denen war er total beliebt. Soll ich auch jetzt beliebt sein bei diesen Strunzdummen und dafür die Wahrheit verraten? Oder soll ich lieber die Wahrheit sagen und die Zerstörten abschrecken, damit vielleicht einige wenige aus diesem Bereich hier übrig bleiben und man mit denen vielleicht wirklich eine Musterkommune oder eine Musterpartei hinkriegt? Ja? Was ist besser? Also ich kann mich nur entscheiden dafür, dass ich diese ganzen, die hier, die will ich so schnell wie möglich abschrecken durch Konfrontation mit Wahrheiten, weil die ertragen die Wahrheiten nicht. Die werden dann sofort beleidigend und abwertend und diffamierend und so weiter, weil sie sich ja in einem Größenwahnsinn meistens befinden, weil sie sozusagen irgendwo unterschwellig ihre Strunzdummheit ahnen und sich dann flüchten in den Größenwahn und die Größenillusion, mit der sie dann auf einen Schlag sich überlegen fühlen können dem Rest der Welt. Und dann krachen die aneinander, werden alle wieder einsam, so wie die Partei, die Basis irgendwann sich wieder völlig auflösen wird, ist meine Befürchtung jedenfalls, und meine Prognose. Und dann sind diese Menschen alle wieder einsam und konsumieren im Kapitalismus wieder mit maximaler Konsumsucht wieder im Kapitalismus. Und werden nach der Bundestagswahl extrem enttäuscht sein und ganz viele werden wahrscheinlich die Partei entweder direkt austreten oder sie innerlich kündigen. Ja, Schluck Wasser. Ja. Und diese Tatsache ist die Ursache für Schwierigkeiten beim Kommunenaufbau, ja?
Ohne echten Realitätsbezug kann es mit einer Kommune nichts werden. Mit Realitätsbezug vielleicht aber auch nicht, weil wenn der Kapitalismus so stark ist, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen so durchmanipuliert ist, ja, dass sie letztendlich kapitalistische vorteilbringende Irrtümer glaubt und deswegen völlig innerlich sich wehrt gegen Kontakt mit Wahrheiten, dann ist einfach der Kapitalismus stärker. Weil wenn der Mensch ja ein Herdentier ist, dann möchte der Mensch in der Herde bleiben und dann muss er die Wahrheiten ablehnen, weil mit den kapitalistischen vorteilbringenden Irrtümern lebt man wenigstens, kann man mit der Herde mitlaufen und als Mitläufer noch ja, den Spatz in der Hand haben und kriegt halt nie die Taube auf dem Dach. Ne? Und ja, und insofern, wenn ich doch aber den Wandel der Welt will hin zum Guten, dann muss ich doch mein Leben insofern opfern, dass ich immer wieder es riskiere, die Wahrheit zu sagen und dann eben immer wieder vielleicht feststellen muss, dass der Kapitalismus stärker ist, dass es nicht gelingt, große Mengen an Leuten zu gewinnen. Ja? Und ja, und vielleicht kann Wahrheit in den Zerstörten des Kapitalismus, den zerstörten Psychen des Kapitalismus, zerstört durch die Gehirnwäsche und Massenmanipulation der vorteilbringenden Irrtümer der einzelnen Sparten der Gesellschaft im Kapitalismus. Vielleicht kann da Wahrheit auch nicht durchkommen. Das ist ja meine These, dass vielleicht der Kapitalismus wirklich die Endhaltestelle der Menschheit ist, dass es da keinen Return mehr geben kann, keinen U-Turn, keine Wende mehr möglich ist und dass wir deswegen eigentlich gar keine Chance haben, jemals etwas zu verbessern in dieser Gesellschaft, ja, und der Welt. Ja, den Unrealistischen, den Größenillusionären entgegenzugehen in die Unwahrheit hinein, bringt auch keine glückliche Kommune und keinen besseren Staat. Also, ja, was soll ich machen? Ich kann nur versuchen, bei der Wahrheit zu bleiben und zu gucken, ob vielleicht doch was raus entstehen kann, ne? Vielleicht kann man einfach nur in Kontakt mit den Menschen bleiben, solange man ihren Unwahrheiten nicht widerspricht. Dann kommt man aber auch nicht zu der hochattraktiven, die Welt verändernden, attraktiven, alle Menschen anziehenden Kommune auch kein Stück näher und auch keiner gelingenden Partei ein Stück näher. Ne? Also die Wahrheit aufzugeben und dann daraus folgt, dass dann der Kontakt bestehen bleibt, um den Preis der Aufgabe der Wahrheit. Da bin ich der Meinung, dass da nichts gewonnen ist, so dass also die Empfehlung der leicht esoterisch angehauchten Person, ich solle doch sozusagen nicht in Konfrontation mit den Leuten sofort gehen, da sehe ich aber keine Gewinnchance. Ja, dann ist die Wahrheit wird einfach verschwiegen und ich passe mich den Unwahrheiten der anderen an. Und wie soll daraus aber wirklich eine Entwicklung geschehen? Ja? Meine Erfahrung ist, dass dann gar keine Entwicklung möglich ist. Ja? Denn spätestens kommt es ja irgendwann sowieso an den Punkt, dass die Wahrheit konfrontiert sein muss mit der Unwahrheit und dann muss man gucken, ob die kapitalistischen Unwahrheiten, die vorteilbringenden Irrtümer, dann einfach stärker sind und hartnäckiger sind als und die Wahrheit das einfach nicht auflösen kann, weil der Mensch eben genetisch auch ein Stück weit ein Herdentier ist. Ja? Und deswegen lieber sich entscheidet gegen eine mögliche Wahrheit, um in der Herde mitlaufen zu können, um als Mitläufer sich nicht so einsam zu fühlen. Ne? Und ja, Wahrheit prallt immer irgendwann auf die Unwahrheiten des Kapitalismus im Kopf, die vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten im Kapitalismus. Ja, die
die Manipulationskraft des Kapitalismus erweist sich vielleicht faktisch als stärker als alles andere. Und daraus erfolgt erreicht, dass ich nie Erfolg haben kann. Aber ich habe Spaß daran, es wenigstens zu probieren. Gleich zu resignieren macht mir irgendwie keinen Spaß. Also, einzige Chance. Wahrheit trifft auf Unwahrheit des Kapitalismus im Kopf und überzeugt. Das darin ist die einzige Möglichkeit. Das heißt, ich muss versuchen, dass vielleicht Leute hier aus diesem Bereich sich mit den Ideen des Weltrates, der Next Scientist for Future und der Partei Die Kompetente, Partei des Gemeinwohls beschäftigen und dass vielleicht doch ein paar Leute da dann mitmachen und da hängen bleiben. Und ansonsten ist halt der Kapitalismus stärker. Ne? Das ist ja auch ein großer Gegner. Ne? Ja, also ich hoffe, es ist deutlich geworden. Also noch einmal, ich gehe noch mal hier auf diese Seite. Wo ist es? Also, das sollte in der Partei die Basis rund hin und her diskutiert worden. Sind wir in eine Schwarmintelligenz-Größenillusion hineingerutscht und haben aber was faktisch mit Schwarmdummheit zu tun? Weil unsere Entscheidung, die weltbesten Experten und deren Kompetenz nicht nutzt zu brauchen, weil der Schwarm ja intelligenter sei als die kompetentesten der Welt, dass wir da in einer Form des Größenwahnsinns oder der Größenillusion sind und dass deswegen auch aus dieser Partei nie etwas werden kann, wirklich werden kann, weil diese Partei lauter Größenwahnsinnige angezogen hat, die am Ende in der Summe Schwarmdummheit produzieren. Besonders, weil die intelligenten Professoren, die ja unzweifelhaft Mitglied sind bei die Basis, eben keine Spezialisten für Staatssteuerung sind und für Staatsmanagement sind, sondern da absolute Laien sind, ne? Und deswegen da null Kompetenz haben in diesem Bereich, im Gegensatz zu den Weltrat und Next Scientists for Future. Ja? Und und deswegen die Partei eigentlich auf dem Kurs zur Inkompetenz ist und sich wandeln sollte in eine freie Argumentekulturpartei, in eine Fragpartei und dann sich öffnen würde für die Kompetentesten und dann könnte sie die Kurve noch kriegen und aus ihr könnte eine Fragpartei, also eine freie Argumentekulturpartei und zugleich eine Kompetenzpartei werden. Und ja, vielleicht kriegt sie diese Kurve noch, vielleicht auch nicht, ne? Ja, also ich lasse es mal gut sein und das war so meine persönliche Nachlese aus der gestrigen dreistündigen Talkshow, die vielleicht mal in einigen Monaten oder Jahren dann nochmal veröffentlicht wird als historisches Dokument eines Meilensteins einer Talkrunde. Ne? So. Also, tschüssi, bis bald. Das war mein Schlusswort und ich hoffe, dass aus der Basis noch was ganz Tolles wird. Hoffentlich. Und dass dann die Kompetenz, die Partei, die Kompetenzpartei und die Partei des Gemeinwohls sich als überflüssig erweist, weil plötzlich die aus der Basis wirklich was Gutes wird. Ne? Da hoffe ich doch sehr drauf. Tschüssi, bis bald.